Guten Morgen. Guten Morgen. So, heute ist Sonntag, 10 Uhr und ja, wunderbares Radlwetter. Es wird zwar warm heute, aber ja, für den August völlig okay. Ja, heute haben wir vor, durch die Weinberge über Offenburg an den Panoramaweg zu fahren und von dort zum Ortenberger Schloss. Und der Panoramaweg bietet eine schöne Aussicht, ja, über Offenburg und die kleinen Gemeinden und halt die Ebene dann dort. Ja, und dann melden wir uns später nochmal. Bis dann. Tschüss. Bis später. So, wir erreichen jetzt Bessenbach und fahren noch ein kleines Stück gleich Richtung Ortenberg und dann geht's hoch in die Weinberge. So, hier sind wir schon ein kleines Stück hoch, ganz gut gegangen. Und jetzt warte ich gerade auf Susanne und dann geht's da vorne weiter. Ja, diese Strecke bin ich früher schon öfter mit dem Mountainbike gefahren und bin jetzt überrascht, wie gut das hier mit dem Liegerad geht. Klar, ist jetzt ein Motor dran, aber das Rad wird er gar nicht beansprucht. Geht einwandfrei. Hier in der Gegend ist übrigens auch eine sehr gute Infrastruktur für Mountainbiker. Es gibt da einige ganz tolle Trails. Ein Stück weiter im Hintergrund bei Ramersmeyer war auch schon mal ein Weltcup. War auch gut was los, also richtig die absoluten Topfahrer. Der wurde dann irgendwie wieder verlegt nach Südafrika, glaube ich. Eine der wichtigsten Funktionen beim Liegerad, die Feststellbremse.
das Weingut Schloss Ortenberg ist ein sehr bekanntes Weingut. Es ist eben hier ein Weinlehrpfad. Und ja, ganz interessant. So, wir haben jetzt Offenburg verlassen, fahren an der Kinzig entlang nach Kehl, nach Hause. Ja, es war eine schöne Sonntagsrunde durch die Weinberge, schön gemütlich mit tollem Wetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt, ideales Radfahrwetter. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.